Alter, oder kommt da ran hier, der Brocken. Richtig schön, ey. Der hat ein bisschen Bock. Aber irgendwann werden sie schlapp und dann kann man sie keschern. Ja, komm ran jetzt hier. Spiegelkarpfen mit knapp unter 20 Kilo. Das schmeckt doch schon hier für den Bärensee. Gar nicht verkehrt. Einfach mal wieder entspannt rausprügeln die Dinger. So, machen wir mal auf halb ungefähr. Raus damit und da bimmelt es direkt weiter. Ach, so muss das sein. Ich habe gerade ein bisschen rumgetestet am Bärensee hier an dem Spot. Und zwar einfach mal getestet, wieder schön basic mit Mais. Gar nichts großartig irgendwie mit PVA oder solchen Sachen, sondern einfach nur die Basics genommen. Und jetzt werfe ich gerade, jetzt habe ich gerade noch mal ein bisschen umgestückt hier, alles ein bisschen neu bestückt und werfe jetzt tendenziell eher alles so ein bisschen fischig aus. Gerade eben hatte ich schon Mais dran, ich hatte hier Sahne und oder Vanille und Milchcreme-Dip mit dran. Auch nicht so schlecht. Und jetzt geht es aber weiter hier, zack, mit fischigen Aromen. Gehen wir gleich natürlich im Detail noch drauf ein. Und auch, warum fischig. Tja, wir sind halt hier jetzt an der Stelle. Ich mach's mal auf von der Map. Positionieren wir uns mal so. Das ist das Ziel ungefähr. Ja, ziemlich genau hierhin. Und da an der Stelle auf 22 Meter, sagen wir mal so zwischen 23 und 21 Meter, ist ein Bereich wieder eine Muschelbank. Muschelbank, immer wieder ein gutes Zeichen dafür, dass es an der Stelle gut funktionieren kann mit den Karpfen. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt hier gerade umgebaut und umgebastelt. Vorher alles komplett, wie gesagt, mit Pop-Up. Wir gucken mal kurz rein. Und zwar einfach dieses Simple, ne? Also Pop-Up schön hier mit nur diesen zwei Maiskörnern dran. Die erste Auswahlmöglichkeit hier bei Pop-Up, beim Pop-Up-Rig. Einserhaken und dann Lachs und würziger Lachs als Dip. Also richtig basic. Und das Ganze hier, anfangs war ich hier die ganze Zeit mit 21 Metern und ja, jetzt gerade auf 22 Meter. Ich habe einfach nochmal mit der Rakete bzw. mit der Spot Rod nochmal gerade gecheckt. Wie ist es denn? Hier ist sie, die Marker. Die Markerroute. Eingestellt war sie. Gehen wir mal runter hier auf 23 Meter. Und raus damit. Jetzt bin ich sogar ein bisschen weiter rechts gelandet. Auch eine Idee. Absinken lassen. Und dann kurbeln wir ein. Locker erstmal auf 15 wieder so runterstellen. So. Und dann gucken wir mal, wie der Untergrund ist. Lehmiger Untergrund. Lehmig, lehmig. Bodenstruktur lehmig. Muschelbank. Und direkt wieder lehmig. Also das zieht sich. Das zieht sich tatsächlich. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich stelle die mal auch mal eben ab. Wenn wir sagen, hier ist jetzt die Achse. Passt das? Ja. Hier ist jetzt die Achse von dem. Okay, das heißt, wir haben hier ziemlich genau dann die Muschelbank. Beziehungsweise vielleicht sogar eher so ein bisschen, ja doch so. So in diesem Bereich. Vielleicht genauso schräg wie hier oben der untere Teil von der tiefen Stelle. Bisschen weiter drunter ist dann hier die Muschelbank am Ende von dieser Schilfkette hier. Genau. Auf 22 Meter, ich glaube, das passt ganz gut. Und ich glaube, es macht auch mehr Sinn, also nicht direkt daneben, sondern vielleicht eher hier so knapp drüber zu werfen. Oder man stellt sich hier ein bisschen weiter hin und wirft dann da so in dem Bereich. Genau, ich glaube, das geht dann ganz gut. 22, 23 Meter. Man will ja auch nicht so ganz nah am Wasser stehen. Da passt das ganz gut. Ja, Muschelbank. Ich hatte es, wie gesagt, gerade schon probiert mit der Kombination. Also Lachs hatte ich die ganze Zeit drauf auf der ersten. Hier auf der Rute hatte ich gerade noch Mais. Himbeermais mit Himbeermais-Dip. Und auch auf der dritten auch nur Mais mit Vanille, Mais und Milchcreme-Dip.
Und alles hat funktioniert hier. Und jetzt, wie gesagt, mit der Muschel, jetzt habe ich hier nochmal gerade umgestellt auf Muschel. Und hier werfe ich aber nochmal raus. Da habe ich so ein bisschen schräg auch geworfen. Hier habe ich jetzt die klassische Haarmontage dran. Klassische Haarmontage, die man ja ganz am Anfang schon freispielt. Und hier habe ich jetzt einfach mal getestet. Muschel und Früchte, Krabbe und Muschel, auflösend, soluble. Und wir haben hier Muscheldip. Wie gesagt, alles bisher komplett ohne PVA. Was ich bisher reingeschmissen habe, ist, genauso, perfekt, ist ganz klassische Karpfenfuttermische. Heißt also die original Standard Karpfenfuttermische. Da das ja hier auf 21, 22 Meter ist, kann man sich quasi hier an den Spot einfach hinstellen und dann auf, also wenn man volle Energie hat, man hat den Energiebalken maximal, dass man auch richtig Power hat, wirft man einfach maximal aus, immer schön maximal, ich kann das mal eben machen hier, zap, 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 und es landen die Köder ziemlich genau, hier haben wir die Karpfenmische, dann hier mit Shift, zack, maximal und ein bisschen hoch, bam, und dann landen die ziemlich genau da hinten, 20, 21 Meter weit, haben ja einen 2 Meter Radius, das heißt, das Ganze lübt. Also das ist jetzt erstmal Basic Futtermische mit speziellen oder mit Variationen an den Ködern. Wenn man natürlich schon fortgeschrittener ist, man kann natürlich dann auch sagen, okay, wir nehmen jetzt hier die Karpfenfuttermische, die originale. Da ist sie, Karpfen. Wir haben ja hier wieder zwei Komponenten frei. Und auf diese zwei Komponenten ballern wir vielleicht einmal noch Feed Pellets Muschel oder Lachs oder sowas. Also das kann man natürlich auch gerne noch machen. Oder hier die Vanille wegnehmen. Statt Vanille dann vielleicht auch nochmal so ein Muschel- oder Lachsaroma mit rein. Und schon hat man hier eine abgewandelte Top-Futtermische. Und kann die eben auch ohne PVA, ohne Futterrakete einfach so rauswerfen. Das ist halt das Wichtige oder eben auch das Schöne. Hier am Bärensee ist das eben auch möglich, ohne hier großes Brimborium, einfach nur mit den Basics auf Karpfen zu gehen. So, dem lassen wir noch mal ein bisschen Zeit, aber ich glaube, jetzt haut er ab. Ja, jetzt haut er ab. Muschel. Ich hoffe noch ein bisschen auf Barbe. Das wäre geil. Barbe wäre richtig nice. Bisher halt Amure, Schuppis und Spiegel und Leder und alles. Also auch nicht schlecht. Aber Barbe hätte ich halt richtig Bock drauf, wenn die auch noch da ist. Ist immer mal wieder. Das heißt, man kann es natürlich auch einfach hier mit einem Käsewürfel probieren. Gleiche Entfernung, gleiche Stelle und dann einfach mal gucken. Ah, guck mal hier. Sehr schön. Nochmal neu ausgeworfen. Besser positioniert. Sehr schön. Auch auf die klassische Haarmontage mit zweimal sinkendem Boilie hier drauf. Pellets hatte ich da jetzt gerade nicht irgendwelche passenden für gefunden. Beziehungsweise die waren mir ein bisschen zu groß. Ich bin ja wie gesagt ein bisschen auf Barbe aus. Wobei man sagen muss, bei der Barbenfuttermische ist halt häufig auch Lehm mit drin. Dass das ganze Futter halt vielleicht eher so auf dem Boden bleibt. Und dementsprechend, wo die Barben dann halt so rumgründeln, funktioniert das halt immer wieder ganz gut. Zack. Und für Barbe eben auch immer gerne klassische Haarmontage mit sinkenden Boilies. Ja, also wieder da der gleiche Effekt. Bodennah, eher platziert den Köder für die Barbe. So, passt. Ja, so der Spot. Ich bin wie gesagt ganz zufrieden hier, weil das jo, einfach auf entspannt einfach ganz gut so funktioniert. Die Frage ist natürlich, was bringt das dann kohlemäßig? Bisher von den Größen her passt es, glaube ich, ganz gut. Bis hin zu 19 Kilo ist natürlich schon richtig gut. Aber auch hier, ja, keine unmaßigen bisher dabei. Passt. Passt wirklich gut. Kann man machen. Ich glaube, ich teste gleich nochmal ein bisschen. Beziehungsweise, ich könnte eigentlich mal eine Futtermische herstellen. Machen wir das einfach mal. Bauen wir vielleicht mal eine Barbenmische, oder? Das heißt, wir gehen nochmal rein hier ins Original. Vielleicht kriegen wir das Ganze hier so ein bisschen noch auf Barbe getrimmt. Da haben wir Sonnenblumenkerne und Fliegenmade, Lehm. Das machen wir als erstes. Also Sonnenblumenkern, Fliegenmade und Lehm. Das suchen wir uns jetzt hier raus für unsere Futtermische. Sonnenblumen und dann Fliegenmade und Lehm.
So, dann haben wir die drei Basiskomponenten schon mal für die Barbe. Und dann nennen wir das Ganze hier Barbe Plus. Barbe Plus Muschel slash Lachs. So, dann haben wir das. Und dann hauen wir hier noch Lachs bzw. Muschel Feeds rein. Wir nehmen mal ruhig die etwas größeren Feed Pellets, 6 mm. Und dann haben wir hier noch Muschel. Da gibt es bestimmt auch Feed Pellets, jawohl. Die sind sogar hier in klein. Und ich sehe gerade, ich muss sie nachkaufen. Aber da haben wir doch hier schon mal eine schöne Kombi. Und auch hier nehmen wir jetzt mal, sollen wir Muschel nehmen? Vielleicht gibt es sogar noch was ganz anderes. Ich glaube, es gab sowas wie Austern. Amino, atlantischer Thunfisch. Wobei eigentlich, glaube ich, Muschel ganz gut wäre, so als Basis. Muschel, Krabbe-Muschel wäre auch eine Möglichkeit. Krabbe-Muschel. Ich glaube, ich bleibe einfach. Oder gibt es irgendwas mit Fisch? Gab es nicht irgendwas mit Fisch? Atlantischer Thunfisch, Fischöl, Tintenfisch. Nee, dann bleiben wir einfach bei der Muschel. Krabbe-Muschel, Muschelsoße. Nehmen wir die Muschelsoße. Zack, rein damit. Anfertigen. So, und jetzt haben wir hier so eine schöne, fischige Futtermische. Perfekt. Und die ballern wir jetzt raus. Sie hieß, was hatte ich gesagt? Barbe. Also müssen wir die hier irgendwo auch finden. Hier, Barbe, Muschel, Lachs, das ist sie. Und wir ballern jetzt hier schön maximal raus. Ich baller erstmal nur 5 Stück raus, weil ich ja an der Stelle eigentlich schon angefüttert habe. 3, 4, 5. Dass wir hier auch den Spot dann nicht so komplett überfüttern. So. Und jetzt heißt es halt wieder warten und gucken, ob sich das eben noch ein bisschen optimiert oder ob dann hier tatsächlich dann auch gleich noch die Barbe reinballert. Das wäre natürlich mega gut. Also schauen wir nochmal kurz rein hier in den Kescher und wir sehen hier in Gänze jetzt schon 150 Silber. Die beiden, die müssen wir vielleicht noch ausschließen. Ich musste erstmal noch schön was essen nebenbei. Also, 140 Silber, sagen wir mal, einfach jetzt hier in der halben Stunde oder noch nicht mal ganz. Kann man also gut machen. Einfach mal schön entspannt an diese Stelle gehen und ruhig testen. Verschiedenste Aromen testen, einfach nur raus mit dem Mais. Erstmal ohne eine Futtermische und dann vielleicht mal gucken, so mit der Basics, mit der Basis-Karpfenmische langsam anfüttern. Und gucken, was da geht. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.